Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich hätte da jetzt mal eine Geschichte zu erzählen. Und ich sage es gleich, das wird ein reines Laber-Video, da ich ja die letzten Videos vergleichsweise viel getan habe, dass sich die Kamera auch gelohnt hat. Dieses Video könnte im Prinzip auch mit dem Diktiergerät aufgenommen werden. Deshalb ist Video vielleicht der falsche Begriff. Ihr dürft also weggucken. Ich versuche auch auf Texteinblendungen nahezu vollständig zu verzichten, mit Ausnahme der obligatorischen Initialtexteinblendungen. Und dann ist Schluss. So, Geschichte, die ich erzählen möchte, ist die Geschichte von einem Stein, der von einem Berg herunterkullerte und zu Wald wurde. Also, wie kann ein Wald entstehen? Und bewusst, wie kann ein Wald entstehen, weil es gibt da viele verschiedene Wege, auf denen ein Wald entstanden sein könnte oder auch heute natürlich noch entstehen kann. Und damit das Ganze halt ein bisschen unterhaltsamer ist, kauen wir jetzt einfach mal einen möglichen Weg durch. Ob das so jetzt jemals stattgefunden hat, wissen wir natürlich nicht. Könnte aber möglicherweise sein, und darum geht es, einfach den Prozess ein bisschen verstehen, lernen. Also das maße ich mir jetzt mal an, dass mir das gelingt, das einigermaßen brauchbar zu erklären. Und jetzt nicht wirklich zu sagen, so ist es gewesen und nicht anders, das wäre Blödsinn. Wie gesagt, das wissen wir erstens nicht, und zweitens gibt es noch zigtausend, aber viele verschiedene andere Varianten und beliebig viele, und das sind dann wirklich zigtausend Abstufungen dazwischen. Das nun mal so als kleines Vorweg, falls irgendjemand meint, nein, das war doch alles ganz anders, ist nur exemplarisch gedacht. Ja, und zu Beginn darf ich vielleicht kurz an mein letztes Video anknüpfen, dieser Reihe natürlich, in dem es um Photosynthese ging. Da hatten wir ja davon gesprochen, dass es eine Sauerstoffatmosphäre mit dem heutigen Gehalt an Sauerstoff noch gar nicht so lange gibt und die erst dadurch entstehen konnte, dass lange Zeit vorher die Photosynthese erfunden worden ist, die dann überhaupt dafür gesorgt hat, dass Sauerstoff in nennenswerten Mengen, also elementarer bzw. Wow, Maikäfer, yeah, und weg ist er. Fliegen die jetzt noch? Guten Tag. Wie dem auch sei, unsere Atmosphäre ist nun sauerstoffgesättigt. Damit es dazu kommen konnte, musste ja vorher erst alles oxidiert werden, was zu oxidieren war an der Erdoberfläche. Und erst ab dem Level, an dem alles oxidiert war, was man oxidieren konnte, hat ja der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre erst zugenommen. Warum ist das wichtig? Weil damit überhaupt irgendwie Pflanzen an Land leben konnten, musste der atmosphärische Sauerstoffgehalt ein hohes Level erreichen, damit sich eine Ozonschicht bilden konnte. Denn für Wasserpflanzen, die ja den ganzen Sauerstoff dann bis zu dato produziert haben, war das nicht so wichtig, weil die sind ja im Wasser. Und was macht Wasser? Wasser ist ein super Schutz vor UV-Strahlung. Wenn man da so einen Meter, zwei Meter tief oder was im Wasser steht, dann kriegt man von der UV-Strahlung nicht mehr viel mit. Das wird alles weggefiltert, eben dadurch, dass die durchs Wasser muss. Übrigens, die Abnahme von Sonnenlicht, der Intensität desselbigen mit der Wassertiefe, nennt man, glaube ich, Extinktion. Wenn das nicht stimmt, dann dürft ihr auch gerne meckern. Vielleicht ist Extinktion auch weiter gefasster Begriff. Die genaue Definition habe ich jetzt nicht im Hirn, aber das stimmt zumindest. Und Problem und vielleicht einer der Gründe, weshalb unsere lieben Pflanzen dann an Land gegangen sind, war bzw. ist eben dieser Faktor, dieser Extinktion, dass nicht nur die UV-Strahlung ein harmloses Level erreicht, sondern natürlich auch insgesamt die Energie der Sonnenstrahlung mit der Eindringtiefe ins Wasser abnimmt. Und wenn man jetzt als kleine Wasserpflanze da unten rumdümpelt, dann hat man nicht allzu viel von der Sonnenstrahlung. Zu weit hoch konnten sie auch nicht. Da war dann das Problem, dass dann halt eben wieder die UV-Strahlung zu intensiv geworden ist. Aber
Irgendwann gab es ja eben den Level, dass die Ozonschicht da war und da wäre jetzt mit gewissen Anpassungen, dazu kommen wir gleich, ein ja, an Land gehen für die Pflanzen, wenn man das so nennen kann, möglich gewesen. Jetzt gibt es allerdings da noch ein paar Probleme. Wenn man eine Wasserpflanze ist, dann hat man die luxuriöse Situation, dass man überall um sich herum Wasser hat. Das heißt, man muss sich keine Sorgen darüber machen, wie man sein Wasser in seine grünen Pflanzenbestandteile reinbekommt, mit denen man dann letztendlich Photosynthese betreiben kann. Muss man einfach im Prinzip bloß eine leicht durchlässige Zellwand haben und das Wasser strömt ins Zellinnere und ins Chlorophyll und man kann da wunderbar Photosynthese betreiben. Ganz vereinfacht ausgedrückt. Aber Wassermangel ist für Wasserpflanzen logischerweise kein Problem. So, dann haben sie ein zweites Problem nicht. Sie brauchen keine besonders stabile oder überhaupt keine Struktur unbedingt haben, weil im Wasser gibt es ja Auftrieb, da kann man ja drin treiben. Deswegen haben Wasserpflanzen auch nicht, oder zumindest die, die wirklich rein im Wasser leben und überhaupt nicht irgendwie noch halb am Land stehen, haben keine großen Festigkeitsgewebe oder irgendwas, was dazu sorgt, dass die Pflanze eine bestimmte Struktur entwickelt. Soweit so gut. Jetzt wollten die Pflanzen also an Land. Dazu haben sie relativ schnell festgestellt, dass sie, damit sie nicht sonst wohin, wo sie nicht gut im Licht stehen, transportiert werden, brauchen sie dafür jetzt erstmal eine ziemlich gute Verankerung. Also nicht einfach nur mal schnell so ein kleines bisschen an ein Steinchen geklebt, wie das bei den Wasserpflanzen noch möglich war. Und der Auftrieb im Wasser sorgt schon dafür, dass die dann irgendwie eine gewisse Struktur einnehmen, die halt eben sehr beweglich ist, sondern da musste schon was halbwegs Festes her, irgendeine bisschen strukturiertere Struktur, nenne ich das jetzt einfach mal. Und des Weiteren hatten dann die Landpflanzen das Problem, dass sie anders als die Wasserpflanzen irgendwie an Wasser rankommen müssen. Die einfachste Lösung, das Problem ja, zu lösen, haben, kann man sagen, die Moose erfunden. Wenn man jetzt bei den reinen Pflanzen bleibt, Flechten lasse ich jetzt mal außen vor. Wow, was fliegt denn hier wieder rum? Hey, heute ist Käfertag. Ja, haben die Moose erfunden, die sitzen bzw. wachsen nämlich eben nur an Stellen, an denen wetterbedingt immer eine, oder zumindest oft, eine derartig hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, dass sie auch, ähnlich wie eine Wasserpflanze, Moose ist so eine Art Übergangsstadium, ihr Wasser einfach durch die Zellwand aufnehmen können, weil es in der Umgebung feucht genug ist. Das diffundiert da einfach rein. Diffusion ist relativ einfach. Es gibt ein eines System und drumherum ein anderes System. Und was in diesem geschlossenen kleinen System weniger drin ist als ein System draußen, dringt vom System draußen automatisch in das kleine System rein. Und im Fall vom Moos, wenn es im Moos trockener ist als draußen die Luftfeuchtigkeit, dann diffundiert Wasser ins Moos. Ganz einfach ausgedrückt, kann man viel komplizierter auch sagen. Damit hat das Moos das Problem schon gelöst. Und wenn kein Wasser da war, keine hohe Luftfeuchtigkeit, dann konnte das Moos halt nichts tun. Dann ist es quasi in Trockenstarre verfallen. Was heißt, ist es, tut es heute auch noch. Moose gibt es ja nach wie vor genauso wie damals, eben als sie entstanden sind. Nicht großartig anders, haben sich ein bisschen weiterentwickelt, aber sind immer noch Moose und das Grundprinzip ist immer noch gegeben. Das war die ja, anfängliche, einfachste Lösung. Moose sind also direkt auf Nähe zum Wasser angewiesen. Also da muss immer entweder eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit herrschen oder sie müssen wirklich ganz, ganz, ganz in einem Sumpf zum Beispiel wachsen, wo quasi dauerhaft ein feuchtes Milieu herrscht. Damit ließ sich natürlich nicht der gesamte Planet bevölkern und deshalb mussten sich die Pflanzen ein Stückchen noch weiterentwickeln, als es eben diese Moose getan haben und haben dann halt wirklich. Was muss man dazu sagen? Primitive Moose sind ähnlich wie die Wasserpflanzen aufgebaut und haben einfache Wasserpflanzen, es gibt auch komplexe, und haben überall dieselbe Zelle. Deshalb bestehen also quasi aus einem Klumpen exakt
ja, mehr oder weniger identischer Zellen, die sind funktional alle gleich. Jede Zelle kann Photosynthese und hat sonst keine spezielle Sonderfunktion. Ich höre eigenartige Geräusche. Die höheren Pflanzen, also alles, was quasi besser ist als ein Farn. Ein Farn ist dann nochmal so ein Übergangsstadium, der kann man jetzt so ein bisschen zwischen den Moosen und zwischen den höheren Pflanzen einordnen. Da gibt es dann auch die Bärlappe und es führt jetzt zu weit. Und jedenfalls die höheren Pflanzen, die haben jetzt als erstes wirklich eine Struktur, eine Trennung ihrer Zellen auf drei Segmente durchgeführt, dass quasi die Zellen der jeweiligen Segmente tatsächlich eine andere Funktion haben und einen anderen Aufbau als die der entsprechenden anderen Parteien, kann man sagen. Und das ist Wurzel, Sprossachse und Blätter. In den Blättern passiert die Photosynthese. Die Sprossachse ist dafür da, dass die Blätter nicht auf dem Boden liegen, sondern in Richtung Licht bewegt werden. Das haben dann die höheren Pflanzen relativ schnell festgestellt. Auch die primitiveren Pflanzen haben relativ leicht schnell begriffen, dass es eine gar nicht so blöde Idee ist, wenn man größer ist als die anderen Pflanzen. Dann ist man nämlich weiter oben, dann kriegt man mehr Licht ab als diejenigen, die unten drunter sind. Sehr simples Prinzip, weshalb eben diese Sprossachse als ja, Mittel der Ausübung der Konkurrenz zu anderen Pflanzen relativ schnell ziemlich beliebt geworden ist, könnte man sagen. Und die Wurzel, eine richtige Wurzel, hat die ganz wesentliche Funktion, eben dieses Problem auszugleichen, dass man mit den Blättern hoch ins Licht möchte, aber die Luftfeuchtigkeit bzw. der Wasservorrat im Boden vorhanden ist. Und eben das auszugleichen ist die Aufgabe der Sprossachse. Eine Sprossachse einer jeden Pflanze hat immer, mal abgesehen davon, dass eben die Blätter nach oben sollen, die zentrale Funktion der Wasserleitung. Wasser aus dem Boden durch die Wurzel aufgenommen, die darauf spezialisiert ist. Erstens Halt geben, zweitens Wasser aufnehmen, drittens natürlich auch Nährelemente aus dem Boden aufnehmen, Mineralstoffe. Und das dann halt eben mittels der Leitung über die Sprossachse in die Fabriken, wo dann letztendlich wirklich was produziert wird, die Blätter zu bringen. Und im Laufe der Zeit hat sich dann auch relativ schnell herauskristallisiert, dass dieses ganze Ding auch umgekehrt funktioniert und man das, was in den Blättern produziert wird, auch wunderbar in Richtung Wurzel durch das Transportsystem bewegen kann und dort dann halt eben entsprechend einspeichern, weil die Wurzel ist so praktischerweise da im Boden vergleichsweise gut geschützt, deutlich besser geschützt als die relativ fragilen Blätter, die da irgendwo in der bösen Luft hängen, wo sie so fiesen Sachen wie dem Wetter zum Beispiel ausgesetzt sind. Generelle Dinge, die problematisch waren bei diesem System, waren halt die, dass so eine Landpflanze jetzt nicht mehr im Wasser gestanden ist. Erstens, das Wasser musste erstmal in die Blätter rein. Und zweitens hat jetzt eine Verdunstung zum ersten Mal eine Rolle gespielt. Wenn man im Wasser ist, spielt es keine Rolle. Jetzt schon. Die Blätter mussten also irgendwie abgedichtet werden, damit das Wasser, was in die Blätter reinkommt, da auch mal irgendwie eine Weile bleibt und nicht sofort ja, wieder verloren geht und die Photosynthese dann wieder vorbei ist. Dann wäre eine höhere Pflanze im Prinzip nicht viel besser dran als ein Moos. Bei dem ist das ja so, wenn kein Wasser mehr da, dann vorbei, wenn es gerade draußen nicht feucht genug ist. Und deswegen wurde dann relativ schnell die Hülle der Blätter verdickt. Da hat sich eine Wachsschicht gebildet, nennt man Cuticula, die dafür gesorgt hat, dass die Blätter nach außen hin erstmal wasserdicht sind. Ist jetzt auch wieder doof, weil dann kommt natürlich auch kein CO2, ich verweise auf mein Photosynthese-Video, in die Blätter rein und dann kann man auch wieder keine Photosynthese machen, auch wenn man dann wunderbar Wasser hat, weil es nicht verloren geht nach draußen. Deshalb an der Blattunterseite befindet sich grundsätzlich immer so kleine Öffnungen, die sieht man mit bloßem Auge in den aller seltensten Fällen. Eigentlich nicht. Und
Die nennen sich Stomata, Spaltöffnungen, und die sind für den Gasaustausch zuständig. Wann immer die aufgehen, strömt ein bisschen CO2 rein, beziehungsweise Luft, und ein bisschen Wasserdampf geht gleichzeitig verloren. Das muss übrigens auch so sein, aber das wäre jetzt nochmal ein erweitertes Photosynthese-Video, wenn man das jetzt noch weiter ausführen würde. Und eben diesen Stofftransport, Wasser mit Nährstoffen von Wurzel in Blätter, dort Photosynthese, Zucker und sonstige sekundäre Stoffwechselprodukte zurück Richtung Wurzel und da einspeichern. Diese Transportvorgänge, das ist nochmal ein eigenes Video, aber jetzt wollte ich nur mal kurz geklärt haben, damit das auch ja super, super ausführlich wird, wie so eine höhere Pflanze jetzt ganz grob funktioniert und was das Moos eben anders macht. Ich denke, ist ausführlich genug. Ich würde da jetzt fast noch mehr zu labern, aber dann sitzen wir morgen noch hier. Was kein Problem ist, ich habe da hinten in der Hütte nämlich ein Lämpchen installiert und werde, wenn es dunkel wird, hier auch noch weitermachen. So. Aber jetzt brauchen wir nämlich noch eine wesentliche Komponente. Unsere höhere Pflanze, die wir jetzt evolutionär schon erfunden haben, braucht nämlich was, wo sie sitzen kann. Das Moos braucht das nicht. Das kann sich irgendwo auf irgendeinen Stein hocken und das ist egal. Es kriegt seine Nährstoffe, das bisschen, was es braucht, an Mineralien und so weiter und so fort, über den Regen, so ganz minimale Mengen an Calcium, Magnesium, auch Eisen, Molybdän und andere schöne Dinge sind da generell drin. Wenn man davon nur ganz wenig braucht, dann reicht einem das. Wenn man also ein genügsames Moos ist, ist alles gut. Die anderen Pflanzen haben davon dann einen gewissen höheren Bedarf gehabt, einfach weil sie auch größer sind und demzufolge logischerweise mehr brauchen und auch eine höhere, viel höhere Photosyntheserate eben betrieben haben als unsere Moose, haben einfach mehr Stoffe produziert, mehr Biomasse. Tun sie immer noch, ich spreche immer in der Vergangenheit. Und ja, das ist jetzt ein Problem. Und wo kommt das jetzt her? Und dafür braucht man jetzt einen Boden. Und wo der Boden jetzt herkommt, das wäre jetzt das nächste Thema. Also, ne? Unsere Landpflanzen bisher aus dem Wasser gekommen, ja, und die höheren Landpflanzen von den Moosen abgekoppelt und so weiter. Aber dafür haben sie schon einen Boden gebraucht. Man könnte also sagen, zuerst war das Wasser, Leben im Wasser da. Und die Erde selber, also was außerhalb des Wassers war, das war halt ein lebloser Steinklumpen. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass einer dieser Steinklumpen oben auf dem Berg gesessen ist. Und das war zunächst mal ein ziemlich kompakter Gipfel, vielleicht noch relativ erst vor kurzem durch einen Vulkan hochgeblubbert und steht da jetzt so rum. So. Was wir jetzt brauchen, ist eine Bodenentwicklung, um aus diesem Gipfel, der da jetzt einfach mal so rumsteht, jetzt könnte ich natürlich übrigens auch noch erklären, wo ein Vulkan herkommt, aber das lassen wir jetzt sein, sonst sitzen wir wirklich noch morgen hier. Jedenfalls brauchen wir jetzt von diesem Gipfel einen Stein, der unten im Tal liegt, weil auf dem Gipfel ist blöd fürs Pflanzenwachstum. Es ist so, dass so ein Stein generell ein Gemisch aus verschiedenen Mineralen ist und die wiederum bestehen dann aus verschiedenen Elementen. Chemie, ne, alles besteht letztendlich aus verschiedenen Elementen. Und trotzdem ist so ein Stein jetzt erstmal eine ziemlich homogene Masse und man kann jetzt nicht groß mit bloßem Auge, teilweise kann man schon, aber das tut jetzt für die Funktion des Steins keinen Abbruch. Kann man halt jetzt erstmal nicht erkennen, aus welchen einzelnen Steinen der besteht und so weiter. Und der hat so an sich die Eigenschaft, wie es viele verschiedene andere Stoffe auch haben, dass er sich, wenn er heiß wird, ein bisschen ausdehnt. Und wenn er kalt wird, zieht er sich ein bisschen zusammen. Und da es jetzt sein kann, dass an unserem Berg dann doch so ein paar Klüfte drin sind, man spricht von einem Relief, das ist übrigens ein wesentlicher Faktor für die Bodenbildung, dass zum Beispiel auf die eine Seite vom Berg, weil sie der Südhang ist, erheblich mehr Licht fällt,
weil die Sonne da halt so expositionsmäßig da eher drauf scheint, als auf den Nordhang, der eher im Schatten steht. Deshalb heizt sich der Südhang schneller auf als der Nordhang. Und in diesem Übergang zwischen Nord- und Südhang kann es halt dann eben passieren durch die Tatsache, dass sich das südliche Gestein schneller aufheizt als das nördliche Gestein, das dann irgendwann im Laufe vieler, 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 ja Millionen, völlig wurscht, wir haben ja Zeit, da so ein ganz kleiner Riss entsteht. Mal mal hier, mal da und dann wird das irgendwie mal ein bisschen porös. Ganz einfach ausgedrückt. So, jetzt ist unser Berg ziemlich hoch und da wird es auch mal kalt. Und da regnet es auch mal. Jetzt könnte es zum Beispiel sein, dass es dann regnet. Das Wasser dringt in unseren Riss rein und es wird schlagartig danach kälter. Sehr kalt. Das Wasser gefriert. Und zwar so sehr, dass es auch in diesem Riss gefriert, in dem es generell ja ein bisschen wärmer ist als draußen. Und durch diese Kraft des gefrierenden Wassers, nennt man Frostsprengung, das dehnt sich ja bekanntlich beim Gefrieren aus, kann jetzt von unserem Berg ein Stück abgesprengt werden. Und dieses Stück ist jetzt ein großer Felsen und den nennen wir jetzt spaßeshalber einfach mal Dörte, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Dörte kullert jetzt also den Berg runter, ist aber noch immer kein Boden, sondern immer noch ein großer Felsen. Wenn man jetzt eine Pflanze ist, die eine Wurzel hat, da kommt man ja nicht rein. Man kann sich mit der Wurzel auch nicht am Felsen so richtig festkrallen, beziehungsweise das könnte man schon. Aber das ist ja blöd, weil Wasser aufnehmen kann man dann immer noch nicht, weil auf diesem Felsen, der speichert ja kein Wasser. Der ist bestenfalls oberflächlich mal ein ganz kleines bisschen nass. Das Wasser nimmt die Pflanze auf und dann hat sie wieder keins mehr. Da würde sie eingehen, das würde nicht funktionieren. Hingegen, was möglich ist, auf so einem völlig kahlen Felsbrocken, der jetzt den Berg runterkullert und in irgendeiner Kuhle, einer Bodenkuhle zum Erliegen kommt. Die auch aus Felsen und Geröll besteht und solchen Sachen. Also jetzt nichts besonders Einladendes. Aber so eine Kuhle hat jetzt die Eigenschaft, dass da drin sich die Luftfeuchtigkeit eher hält, weil nasse Luft schwerer ist als trockene Luft und nasse Luft demzufolge gern nach unten sinkt und die sinkt in unsere Kuhle. Wir haben also potenziell gar nicht mal so üble Lebensbedingungen für unser Moos. Und unser Moos, das braucht jetzt noch keinen Boden. Wie gesagt, das kann sich einfach so auf den Stein draufsetzen, alles was es zum Leben braucht, CO2 aus der Atmosphäre, auch ein bisschen Sauerstoff aus der Atmosphäre, habe ich ja auch erwähnt, dass Pflanzen sehr wohl eben auch atmen, dann ein bisschen Mineralstoffe, die dann halt einfach so im Regen eben mal da drin sind, weil irgendwo mal durchs Wasser minimale Mengen an Mineralstoffen von einem anderen Stein abgewaschen worden sind und im Ozean gelandet sind. Muss man jetzt nicht allzu sehr darauf eingehen, aber geht einfach mal davon aus, dass im Regen auch damals schon so minimalste Mengen an Mineralstoffen gelöst waren und es ist ja auch nicht viel Moos erforderlich. Jedenfalls, unser Moos kann auf unserem Stein, der Dörte, jetzt leben. Und das ist jetzt von daher interessant, weil unser Moos lebt ja nicht ewig. Durch irgendeine mögliche Ursache, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Fehler in der Genreplikation, unser Moos hat eine Mutation, an der er stirbt. Hat vielleicht was Neues ausprobieren wollen, sich an die Lebensbedingungen besser anzupassen, vielleicht zur höheren Pflanze zu werden, hat aber nicht geklappt, also ist unser Moos jetzt tot. Nehmen wir mal diese Todesursache. Und jetzt liegt auf unserem Stein ein totes Moos. Und was ist ein totes Moos? Das ist Biomasse. Und die hat jetzt die Eigenschaft, dass da drin all das drin ist, was das Moos im Laufe seiner Lebenszeit durch den Regen aufgenommen hat. Wir haben also jetzt quasi einen Stein mit all den Nährstoffen, die das Moos mal hatte, da drauf liegend. So als ja, braune Pampe. Jetzt kommt das nächste Moos. Und das freut sich unter Umständen durchaus auch über diese braune Pampe, die da rumliegt. Weil das kann jetzt nicht nur durch den Regen neue Nährstoffe aufnehmen, das macht es primär auch, weil es eigentlich keine Vorrichtung hat, um aus dieser Pampe, die da jetzt rumliegt, was anfangen zu können. Aber so ein ganz kleines bisschen kann es damit vielleicht was anfangen und hat dadurch vielleicht schon ein bisschen bessere Wachstumsbedingungen als das Vorgängermoos. Allein weil diese Pampe in ihrer Struktur als Pampe länger feucht bleibt als ein Stein. Wenn es jetzt also da drauf regnet,
dann ist es anders als der Stein sofort wieder trocken. Der Stein ist sofort wieder trocken, unsere Pampa aber nicht, die ist ein bisschen länger nass. Das verbessert unter Umständen dadurch, dass einfach mehr Wasser im System ist, die Lebensbedingungen für das nächste Moos. Das lebt also ein bisschen länger, wächst ein bisschen besser. Auch das stirbt irgendwann, worum auch immer. Dann liegt plötzlich noch mehr Pampe auf besagtem Stein. Und da kommt das nächste Moos. Und das geht immer so weiter, bis wir durch einen Haufen totes Moos dann irgendwann wirklich eine nennenswerte Menge Pampe auf besagtem Stein haben. So, jetzt ist es übrigens so, dass ja bei der Photosynthese, dazu verweise ich nochmal auf mein Photosynthesen-Video, auch mit Protonen hantiert wird. Und so ein Proton, so ein positiv geladenes Teilchen, hat die lustige Eigenschaft, dass wenn man es abgibt, und das wird ja abgegeben, zwar in Form von Wasser aus dem Moos raus, aber so ein Wasser, das diffundiert ja. Das besteht ja aus OH- und H+. Und so die H-Plusse, die Komponente vom Wasser und auch das normale Regenwasser auch, mal unabhängig davon, dass da auch schon ein Pflanzenwasser da sind, das Pflanzenwachstum eben da ist, völlig Wurst. Auch das normale Regenwasser hätte auch den Effekt, dass es so ganz leicht säuerlich wirkt. Spricht man von Hydrolyse, weil das Wasser eben in Protonen und also in positiv geladenen Teilchen und negativ geladenen Teilchen vorliegt und diese positiv geladenen Teilchen über einen wahnsinnig langen Zeitraum lösen die tatsächlich aus einem Stein, aus einem Gemisch verschiedener Minerale, bestimmte Minerale raus. Sprich, irgendwann wird so ein Stein weggewaschen durch den Regen. Und da lösen sich dann feine, ganz, ganz feine Partikel aus eben besagtem Stein und wir kriegen so eine Art, nennen wir es mal, feinen Sand. Dazu eben unser Moos, was da drauf sitzt, das dann eine Komponente organischen Materials liefert, was dann zu unserem sehr feinen, durch Regenwasser gelösten Sand hinzukommt. Wir kriegen dann also ein Zwei-Komponentensystem. Nach unten hin wird der Stein immer weiter aufgelöst durch immer weiter Protolyse durch den Regen und organische Säuren, die unser Moos so ganz, 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 ganz kleines bisschen eben abgibt, allein durch die Photosynthese-Tätigkeit. Wir haben also wirklich einen sauren Angriff auf unseren Stein, der dann immer weiter aufgelöst wird und wir kriegen immer mehr, ja, Pampe. Jetzt muss ich den Akku wechseln. So, da. Wir haben jetzt also so eine ganz dünne Schicht Boden auf unserem Stein, da in unserer Kuhle, da irgendwo im Gebirge. Möglich wäre jetzt natürlich, dass da die Entwicklung ein bisschen weiter geht. Das Problem ist jetzt allerdings, allzu weit geht sie nicht weiter. Denn Pflanzenwachstum ist immer ganz maßgeblich durch die Umwelteinflüsse, abiotischen Umwelteinflüsse, also die nicht biotisch sind, sondern durch die sogenannte unbelebte Umwelt vorgegeben werden, beeinflusst. Da spricht man auch vom Standort. Der Standort ist die Gesamtheit der abiotischen Einflüsse, die auf eine Lebensgemeinschaft wirkt. In unserem Fall ist erstmal nur Pflanzen, wir lassen die Tiere jetzt mal völlig außen vor, sonst wird es zu kompliziert. Und im Fall unserer Gebirgssenke sind die abiotischen Bedingungen ziemlich hart. Es ist also anzunehmen, dass in Anbetracht dessen, dass es da sehr kalt ist, die Vegetationsphase, also die Zeit im Jahr, in der die Temperaturen hoch genug sind, dass ein Pflanzenwachstum überhaupt möglich ist, ist nur sehr kurz. Und jetzt muss man sagen, warum ist ein Pflanzenwachstum nicht möglich, wenn es gerade viel zu kalt ist? Weil die Pflanze dann logischerweise kein Wasser aufnehmen kann, weil Wasser in flüssiger Form überhaupt nicht zur Verfügung steht. Und wenn sie kein Wasser aufnehmen kann, dann kann sie auch keine Photosynthese machen. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass so eine Zelle, die Wasser aufnehmen möchte und das gefriert dann, das dehnt sich dann ja aus und bildet auch noch so schöne Kristalle, einfach zerreißt.
Ich bin übrigens mal gefragt worden, um mal wieder einen kleinen Exkurs einzubauen, warum denn bitteschön Pflanzen im Winter nicht generell kaputt gehen, weil da ist ja Wasser drin und warum platzt quasi dann so ein Blatt nicht, beziehungsweise was machen die Nadelbäume richtig, indem sie, dass sie im Winter ihre Nadeln behalten können, obwohl die ja irgendwo dann wohl immer noch ein bisschen Wasser gefüllt sind. Das funktioniert ganz einfach dadurch, dass ich habe ja erwähnt gehabt, mal irgendwann irgendwo in jeder Pflanzenzelle ja eine Zellsaftvakuole drin steckt, also quasi so ein großer wassergefüllter Ball. Der allein sollte man ja meinen, wenn der gefriert und platzt, dann ist die Zelle kaputt. Stimmt auch, passiert bei Pflanzen, die es nicht gewöhnt sind, mit Frost umzugehen. Wenn die es nämlich gewöhnt sind, dann lagern die in ihre Zellsaftvakuole Frostschutzmittel ein, das kann man nicht anders nennen. Größtenteils ist es Glycerin. Und das sorgt dafür, dass eben die so hohe Konzentration an ja, Salzen in der Zellsaftvakuole, ich habe das mit der Diffusion ja schon erklärt gehabt eingangs, dazu sorgt, dass da nur noch wenig Wasser drin ist. Das ist also quasi vergleichsweise trocken, weil da so viele Salze drin sind. Jetzt versucht, er muss das Wasser in der näheren Umgebung, wo noch vergleichsweise viel Wasser in der Zelle ist, generell dahin, wo weniger Wasser ist. Und deshalb strömt das Wasser alles in diese Zellsaftvakuole, die voll ist mit Salzen. Und wer schon mal versucht hat, Salzwasser einzufrieren, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen, der wird damit nicht so viel Erfolg gehabt haben, wenn es ein sehr stark konzentriertes Salzwasser ist. Und ja, so funktioniert das quasi. Die Zelle wird sehr stark ausgetrocknet. Das Wasser ist zwar noch da, aber konzentriert in einer super salzhaltigen Lösung in der Zellsaftvakuole. So eine Zelle kann nicht viel machen. Da findet nicht viel statt an Arbeit, aber die Zelle überlebt das. Und wenn es dann wieder wärmer wird, dann wird quasi die Salzkonzentration da wieder abgebaut und dann kann das Wasser wieder entweichen und dann ist die Zelle wieder funktionsfähig und der Baum kann eben weitermachen mit seiner Photosynthese oder was er halt gerade eben sonst so tut. Das nur jetzt mal so als kleinen Exkurs. Ja gut, aber was ich jetzt, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit meinem Kuhle in den Bergen Beispiel, ist halt eben, es soll sich zwar ein Wald entwickeln, aber das ist nicht überall möglich. Das Pflanzenwachstum wird limitiert durch die abiotischen Faktoren, durch das, was vom Klima, vom Boden, was gerade da ist an Boden, nicht was sich noch in Jahrmillionen entwickeln könnte. Das spielt natürlich für die Pflanzen, für die Vegetation, die sich in dem Moment da etablieren soll, erstmal keine Rolle, sondern das, was da ist. Die Umweltbedingungen der nicht belebten Umwelt. Selbstverständlich spielt letztendlich dann auch noch, sofern sich eine belebte Umwelt bereits etabliert hat, auch diese nochmal eine Rolle und die ganzen Organismen in einem Lebensraum wirken selbstverständlich aufeinander und bestimmen damit auch wieder die maximal mögliche dort vorkommende Vegetationsform. Aber zumindest insofern werden sich die einzelnen Organismengruppen, die da vorkommen, nicht so weit behindern, dass zum Beispiel die Ressourcen nicht optimal ausgenutzt werden würden. Wenn also die Umweltbedingungen es hergeben, dass sich ein Wald entwickeln kann, dann entwickelt sich auch ein Wald, obwohl sich sämtliche Beteiligten an der Waldentwicklung unter Umständen gegenseitig behindern und nicht haben wollen. Oder es zumindest versuchen. Funktioniert dann aber nicht so ganz. Gut, aber jedenfalls sind wir jetzt mit dieser Moosgeschichte, diesem Moosstandort, möglicherweise eben schon am Ende angekommen der Vegetationsentwicklung und haben schon jetzt die Klimaxgesellschaft, das maximal Mögliche unter den gegebenen Standortbedingungen erreicht. Wenn man das noch ein bisschen weiterspielt, diese Senke, ne, mit diesem Stein, auf dem sich ein bisschen Matsch gebildet hat und in diesem Matsch da sich neue Moose drauf und so weiter und so fort, das kann dann jetzt eben nass werden, die Feuchtigkeit hält sich länger. Was entwickelt sich dann langfristig in so einer Senke bei hohem Niederschlag? Das Wasser kann nicht abfließen. Der Niederschlag ist trotzdem jetzt nicht so wahnsinnig hoch, dass es gleich einen See geben würde, ein Moor. Wir haben hier also einen klassischen Fall von einem Gebirgshochmoor. Die sind meistens so angelegt, dass sie halt in irgendeiner Senke sich entsprechend entwickeln. Es ist auch kalt. Der mikrobielle Abbau der Biomasse, also unser Schmodder, der auf dem Stein liegt, der würde ja irgendwann auch abgebaut werden von Bakterien. Wie die da hinkommen, die sind überall. Bakterien sind generell überall.
und können auch überall hinkommen. Das wäre also jetzt nicht die Schwierigkeit. Im Prinzip könnte man also sagen, der Schmodder wird immer abgebaut, letztendlich runter auf das Mineralgerüst und wir haben dann nur ganz, 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 ganz feinen Sand, in Anführungszeichen, der auf unserem durch Hydrolyse auch aus den Mineralien gelösten Sand rumliegt. Und es akkumuliert sich nur ganz, ganz wenig Biomasse durch das tote Moos und so weiter und so fort. Wenn es wärmer wäre, wäre das halt eben so, dann könnte man auch irgendwo davon ausgehen, dass solange sich nicht eine noch höhere Pflanze ansiedelt, die eine höhere Produktivität hat und noch mehr Biomasse produziert, der Abbau von Biomasse und die Anreicherung von Biomasse quasi gleich hoch sind und sich keine größere Menge an Biomasse anreichert und wir auf jeden Fall schlechte Wachstumsbedingungen, weil schlechte Nährstoffverfügbarkeit für nachfolgende Pflanzen, die was Besseres als Moos sind, bekommen würden. Aber eben dadurch, dass wir diese Bedingungen nicht haben, dass der Abbau von Biomasse nur so langsam funktioniert, würde da halt eben deswegen ein Moor entstehen, weil sich immer mehr dieser Moos, totes Mooskörper anreichern würde. Was ist das dann? Torf. Also wer schon mal sich ein bisschen mit Mooren beschäftigt hat, weiß, glaube ich, was ich meine. Die Moose wachsen dann weiter auf ihrem eigenen Torfkörper, quasi auf den gestorbenen Kameraden nach oben. Der Torfkörper wird immer dicker, speichert immer mehr Wasser und irgendwann gibt es überhaupt keinen Kontakt mehr zu dem Stein unter dem Moor. Und da ist dann Schluss. Ein Moor ist, sofern es nicht trockengelegt wird, eine Klimaxgesellschaft. Da wird nichts anderes mehr draus. Sofern sich nicht die Umweltbedingungen drastisch ändern, ist hier Ende. Haben wir also keinen Wald gekriegt. Da kann auch kein Baum dann wachsen. Das ist viel zu sauer, dieses Milieu, weil die ganzen Moose lauter Protonen abgeben ins Wasser, damit sie aus dem Wasser dann noch ein paar Nährstoffe rausholen können und so weiter. Aber das wäre ein eigenes Moor-Video, wenn ich da jetzt noch weitermache. Gut, deswegen anderes Beispiel. Unser Dörte, also der Stein, rollt jetzt den Berg noch viel, 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 viel weiter runter und bleibt nicht irgendwie auf halber Strecke da in so einer Mulde liegen, sondern landet unten im Tal. Da wirken nun ganz andere Kräfte als oben diese ganz bisschen bodenbildenden Faktoren, die wir da im Gebirge hatten. Sondern Dörte liegt jetzt ziemlich weit unten im Tal, so in der Nähe von dem Fluss, der unten im Tal halt eben schon fließt. Logischerweise, weil wo fließt Wasser hin, wenn es in den Bergen regnet? Runter. Was ist da unten dann logischerweise? Ein Fluss, klar. Fließendes Wasser hat jetzt die unglaublich erstaunliche Eigenschaft, dass es Steine im Laufe der Zeit auflöst. Einmal auch wieder durch Hydrolyse, was wir eben ja auch schon hatten. Und einmal natürlich eben auch durch die mechanische Abnutzung, dass das Wasser da dran entlang fließt und da halt schrapp, 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 schrapp macht. Wenn auch nur sehr langsam, aber das passiert. Unsere Dörte wird also nun abgeschliffen. Im Lauf der Jahrhunderttausende oder was auch immer. Und was wird aus unserer Dörte? Erstmal Sand im Fluss. Und der Fluss schleift jetzt unseren Sand, beziehungsweise die Dörte, so lange mit, wie die Fließgeschwindigkeit des Flusses, die maßgeblich durchs Gefälle gesteuert wird, es zulässt, dass der Fluss quasi noch genügend Kraft hat, um Sand zu transportieren. Irgendwann ist er so langsam, weil das Relief so flach geworden ist, so kurz vor Meer, so Richtung Holland, Niederlande, oder Niedersachsen, wenn man im deutschen Bereich bleiben möchte, dass Sand abgelagert wird. Und dieser abgelagerte Sand in Flussmündungen wohlgemerkt, nicht unbedingt Sahara-Sand, das ist wieder was ganz, 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 ganz anderes. Der ist auch größtenteils vom Wind übrigens transportiert, aber machen wir es nicht komplizierter, als es ist. Der hat jetzt wunderbare, nährstoffreiche Eigenschaften, weil da ist Sand aus ganz vielen verschiedenen Regionen dabei. Unser Fluss ist ja jetzt nicht nur durch das eine Mineral, zum Beispiel den Granit, aus dem die Dörte stammt, geflossen, sondern der hat aus möglicherweise noch anderen Gebirgen, ganz anderen geologischen Ausgangsmaterialien mit anderen Nährstoffzusammensetzungen noch viele andere tolle Nährstoffe in Form von Sandkörnern mitgebracht.
Es gibt zum Beispiel so eine ganz, ganz grobe Unterscheidung in silikatische Gesteine. In denen sind so ja, sauer verwitternde Dinge drin. So. Die sind nicht besonders sehr nährstoffreich. Und es gibt halt eben Carbonate. Das wären jetzt so Kalkgesteine, die zum Beispiel aus irgendwelchen Ablagerungen im Meer entstanden sind. Das wären die gesamten nördlichen Alpen. Das sind alles Carbonate, die Kalkalpen. Da sind Nährstoffe drin. Außer in solchen großen Carbonatanreicherungen findet man die auf dem Festland eigentlich nur ganz, 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 ganz wenig bis gar nicht. Sprich, an so einem Fluss findet sich so ein Mix aller und vor allen Dingen auch der seltenen Nährstoffe. Und unser Dörte, Sand, kommt jetzt also quasi da unten in, ja, auf, sagen wir mal, Höhe, was weiß ich, bisschen nördlich von Hannover, irgendwie zum Erliegen am Rheinufer. Das sind jetzt natürlich ganz, 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 ganz andere Ausgangsbedingungen. Aber nee, halt, wartet mal. Nochmal ein anderes Beispiel, ne? Dörte ist inzwischen im Fluss so klein geschrubbt worden, also der Sand in Form von Dörte, dass es jetzt so kleine Partikel sind, dass sie sogar noch weiter gespült werden und nicht auf Höhe Hannover zum Erliegen kommen. Wir merken uns das mit, ein Großteil von Dörte liegt bei ungefähr Höhe Hannover, am Flussufer. Aber ein anderer Großteil von Dörte ist tatsächlich noch weiter getrieben worden und ist wo gelandet? Im Wattenmeer. Und jetzt kommen hier die komischen Motten und hocken sich hier auf mich drauf. Ich muss echt nächstes Mal wieder eine längere Hose anziehen.